Och, Menno, Lego, ich will mal wieder Ritter. Wobei, oh, halt. Ich sehe es gerade. Ein Ritter habt ihr ja. Den dunklen Ritter. Hi, ich bin Bert. Quatsch, alter Witz. Ich bin Blockstar. Willkommen in der Noppenkürzchenscheune. Dieses Video ist ein Mehrteiler, denn ich möchte euch in zwei Videos zeigen, wie man aus einem normalen Lego-Set etwas Besonderes machen kann. Heute bauen wir das normale Lego-Set auf und im Teil 2 modden wir, verändern wir das Lego-Set. Tja, lange Rede, kurzer Sinn. Und was für ein Lego-Set geht es? Genau. Es geht um das Lego-Set 76119, 342 Teile, das Batmobil in der Verfolgungsjagd mit dem Joker. Anfang des Jahres gab es ja schon das UCS Batmobil. Ich blende es euch da ein, das Set 76319. Da gab es auch so eine Zugabe von einem erwachsenen kleinen Batmobil. Das gibt es bei eBay mittlerweile für um die 100 Euro. Blende ich euch da auch nochmal ein. Ist mir alles zu teuer. Das UCS-Set wollte ich zwar haben, war aber leider um 12 Uhr im Onlineshop schon ausverkauft. Das kleine Teil habe ich auch erst überlegt, also die Beigabe, aber wie gesagt, 100 Euro bei eBay, viel, viel zu teuer. Ich bin dann bei Real über dieses Set gestolpert. UVP 30 Euro, bei Real gab es das um die 20 Euro. Habe ich gedacht, was kann man damit machen? Und bei Facebook, in einer Lego-Gruppe, habe ich dann gesehen, man kann dieses Set nämlich super toll modden. Und das zeige ich euch dann im Teil 2, wie ich nämlich mit ein paar Teilen von Bricklink dieses Set etwas mehr erwachsener machen kann und somit meine eigene kleine, dunklere, erwachsene, böse Batmobil-Version habe. Weg von diesen bunten gelben Geschichten, hin zum dunklen Design, so wie ihr es von dem UCS-Set kennt, wie ihr es aus dem Film von uns 1989 kennt. Das machen wir aber im zweiten Teil. Heute bauen wir das ganze Mal das Set auf, gucken uns die Features an. Ja, werden Spaß haben. Minifiguren bin ich ganz besonders drauf gespannt. Und in Teil 2 dann, wie gesagt, die Brickling-Teile. Ich zeige euch auch, wie man bei Brickling die Teile bestellt. Und natürlich wird im Teil 2 auch eine Liste sein, beziehungsweise ein Link zur Liste, welche Teile ihr braucht. So, und jetzt reißen wir den Karton auf und haben Spaß. Bevor wir mit dem Unboxing anfangen, schauen wir uns noch kurz die Box an, den Karton. Und ich muss echt sagen, auf den ersten Blick schon gefällt mir dieses dunklere, düstere Hintergrunddesign dieses Kartons. Auch wenn es ein Kinderspielzeug ist, ich weiß, aber ich liebe ja an dieser Batman-Serie, an DC, dieses dunkle, molochartige Ungetüm Gotham City. Man sagt ja auch bei DC, dass Gotham für New York bei Nacht steht, während Metropolis, die Stadt von Superman, quasi bei New York an Tag erinnern soll. Also dieses zwiespältige Dunkel, Hell, Yin-Yang, das hat DC da irgendwie metamäßig verarbeitet. Ja, zurück zum Set. Hier sehen wir die beiden Figuren, Joker und Batman. Batman in so einem klassischen Anzug mit dem Grau und der Joker auch angelehnt an das Design der Fernsehserie aus den 60ern mit Adam West, einer meiner Lieblings-Batmans. Übrigens, ich mache euch oben hier irgendwo in der Beschreibung eine Umfrage und ich würde nämlich gerne wissen, welcher Batman ist euer Liebster? Das ist eine Diskussion, die man immer führen kann und es macht Spaß. Und ja, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Hab einfach Bock, mit euch darüber fachzusimpeln, welches euer Lieblings-Batman ist. So, zurück zum Set. Hier sehen wir DC, Detective Comics, habe ich euch ja schon mal erzählt. Beziehungsweise, ja, der erste Batman hieß Detective Comics Number One. Der Verlag hieß früher nämlich so. DC ist die Abkürzung. So, hier sehen wir die üblichen CE-Zeichen und ne, nichts verschlucken. Nichts für Kinder unter 3 Jahre. Schauen wir uns jetzt mal gleich die Rückseite an. Da sehen wir die Play-Features. Wir sehen schon hier, aha, Start-Shooter. Start-Shooter braucht kein Mensch. Da, der Joker hat auch einen Start-Shooter. Wenn ich das richtig sehe, soll das hier so einen Schleudersitz andeuten, was ja ganz cool ist. Hier wohl drehende Turbinenscheiben oder Lufteinlässe. Und hier unten dann der Abgasstrahl der Turbine auch am Drehen, wenn man das Fahrzeug nach vorne bewegt. Denn diese Bewegung, hey, dass ein Auto Räder hat und dass es sich dreht, das wollte uns Lego ja wohl nicht als Play-Feature verkaufen. Hier sehen wir auch einen schönen, grimmigen Dark Knight mit seinen Batarang. Ja, ihr seht hier ein paar gelbe Sachen, das tauschen wir später um, aber das so im Teil 2 mehr. Gut, aber trotzdem finde ich, wie gesagt, dass es das schön gelungen ist, dieses Kinderspielzeug.
Und jetzt schauen wir uns nochmal die anderen Seiten an. Hier sehen wir auch, ja, aha, 80 Jahre Batman, genau. Aber auch diese dunklen Fronten, wie ich gerade schon gesagt habe, toll. Da oben auch. Ah, herrlich. Eigentlich fast zu schade, den Karton aufzureißen. Aber naja, ich habe es schon mal in einem meiner älteren Videos gesagt. Dieser Kanal ist auch für mich da, um das zu lernen, Sets aufzubauen, aufzumachen und mal zu spielen oder naja, was zu bauen, Kreativität walten zu lassen und nicht wie bei mir ab ins Regal und sagen, juhu, ich habe es. Also dieser Kanal ist ja quasi eine Selbsthilfegruppe für mich selber. Gut, dann reißen wir jetzt mal den Karton auf oder machen ihn vorsichtig auf und schauen, was drin ist. So, Lego-Kartons haben ja immer zwei Sollbruchstellen oder mehrere Sollbruchstellen. Zack. Oh, das hasse ich, wenn diese Sollbruchstellen nicht funktionieren. Naja, egal. Dann müssen wir es anders machen. Und ich habe vorhin noch gesagt, vorsichtig aufmachen. So, weil dann kann man nämlich hier, zack, die eine Lasche und hier, zack, die andere Lasche. So, erster Sneak und jetzt, plumps, Karton an die Seite. Hier haben wir die Anleitung, okay, Format fast so wie der Katalog, ja, ein bisschen kleiner. Wir haben Tüte 2. Tüte 3, ui, die sehr schwer ist, was aber wohl an den Reifen liegt. Tüte 1, aber auch relativ schwer, also muss echt sagen. Dafür, dass es so ein kleines Set ist, 342 Teile, relativ schwer. Schauen wir uns nochmal kurz die Anleitung an. Wie ein Profi, geklammert, Lego halt, ja, hier vorne. QR-Code könnt ihr euch ja mal, wenn dann ein bisschen was abfotografieren wollt. Ich hoffe, es klappt. So, Seitenzahl steht noch drauf. Hier hinten sind die Teile. Wie gesagt, Teil 2, gibt es da was zu von mir? Ja, hier sehen wir die üblichen Werbemaßnahmen. Das ist die Bat-Höhle, die ich ganz cool finde. Und ja, hier sehen wir 75 Bauanleitungen. Seiten und dann halt noch 1, 2, 3, also ja, 78 Seiten. Schöner Spaß. Ja, gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an zu bauen. Gut, ich habe heute kein grünes T-Shirt an, aber sonst sehe ich fast genauso aus. Hier ist der dunkle Ritter, da sehen wir es, 1, 2, 3. Ich brauche euch ja zu einer Lego-Bauanleitung nicht sagen. Ich meine, das ist State of the Art, das ist der Primus. Und ich freue mich drauf. Das ist immer so, ach Lego, Lego, was habe ich mit dir schon schöne Stunden verbracht? Was hast du mir schöne Zeiten beschert? Ich bin übrigens großer Batman-Fan durch meinen Vater, der in den 60er Jahren diese Serie geguckt hat. Und ja, der war in den 60er Jahren auch Mitte 20, Mitte 30 und, nee Quatsch, Mitte 20, sorry. Und der hat, mein Papa hat mich ja auch zu Lego gebracht. Also deswegen ist dieses Set was, auch wieder was Besonderes für mich. Ich denke da an dich, Papa. Und ja, so, egal, genug geschnulzt, jetzt Tüten aufreißen, bauen hier in der Betthöhe, Quatsch, in der Noppenplötzchenscheune. Heute möchte ich mit euch über die Schauspieler bzw. die Darsteller sprechen, die Batman schon in TV und Kino verkörpert haben. Es sind 9 an der Zahl. Wir sprechen nicht über Zeichentrickfilme, wir sprechen nicht über Computerspiele, wir sprechen nur über TV und Kino. Und 9 ist eigentlich auch nicht richtig, denn der 9. trägt das Kostüm gerade bei der Arbeit, nämlich Robert Pattinson dreht The Batman, der 2021 im Kino kommen soll. Aber kommen wir zu den 8 Menschen, die schon das Kostüm getragen haben. Und die kennt ihr sicherlich nicht alle. Hört zu, dann könnt ihr auf so mancher Party nämlich mit Nerdwissen angeben. Denn ich wette, ihr kennt alle nicht den ersten Batman, Louis G. Wilson. Bereits 1943 gab es eine TV-Serie, die Batman hieß. Louis G. Wilson war aber nicht der typische Batman, nicht so muskulös. Und wenn ihr mal in die aktuelle DC Lego Comic Series reinguckt von den Minifiguren, da seht ihr einen Batman und das ist ungefähr die Darstellung von Louis G. Wilson. Der zweite Batman war Robert Lowry, der 1949 in der Fortsetzung der Serie von 1943
Batman verkörperte. Die Serie hieß Batman and Robin. Dieser Robert Lowery war auch der erste Batman, der auf ein Zusammentreffen mit Superman hingewirkt hat. In einer Folge von der Superman-Serie The Adventures of Superman treffen die beiden aufeinander. Der dritte Darsteller von Batman war Adam West, 1966 in der schrill bunten Serie Batman. Für mich eine der interessantesten Darstellungen, für viele viel Klamauk, Trash, aber ihr dürft nicht vergessen, es war damals die Zeit von Jerry Lewis, die Anfänge der Hippie-Bewegung, das war damals alles sehr bunt. Und bis heute sehr viele ikonische Details, die Batman widerspiegeln, zum Beispiel die vielen Gadgets, das Batmobil, das Zusammenspiel mit Batman und Robin, beziehungsweise mit dem Commissioner Gordon und dem Bürgermeister und natürlich die Darstellung mit dem Flaggsteinwerfer der Fledermaus am nächtlichen Himmel von Gotham. Adam West hat auch einen Kinofilm mitgespielt, und zwar in den Film Batman hielt die Welt im Atem von 1966 ebenfalls, inszeniert von Leslie H. Martinson. Der vierte Batman war Michael Keaton, der den dunklen Ritter für mich am besten verkörpert hat. In zwei Filmen, und zwar in Batman von 1989 und in Batmans Rückkehr von 1992. Beides mal inszeniert von Tim Burton. Nicht zu vergessen auch Jack Nicholson als der Joker. Der fünfte Batman war Val Kilmer, bekannt auch als Top Gun. Der hat in Batman Forever von 1995 Batman dargestellt. Relativ flach, relativ langweilig. Der Film ist eigentlich nur cool durch Jim Carrey als The Riddler. Regisseur war damals Joe Schumacher. Joe Schumacher hat auch Batman and Robin von 1997 inszeniert, in dem George Clooney Batman gespielt hat. Und dieser Film kann eigentlich so als Niedergang, als Sargnagel des Batman-Franchises der ersten Serien bezeichnet werden, hat an der Kinokasse gefloppt und auch nur durch Mr. Freeze eigentlich als Bösewicht kann man ein bisschen was im Film abgewinnen. Ja, der siebte Batman kennt ihr alle, Christian Bale, der in der Nolan-Trilogie von 2005, Batman Begins, von 2008, The Dark Knight und 2012 The Dark Knight Rises, den dunklen Ritter, verkörpert hat. Eigentlich am besten. Und der achte Batman, das war Ben Affleck, der ihn cool gespielt hat als gebrochenen Mann, als gebrochenen Bruce Wayne, aber leider in eigentlich keinen richtigen eigenständigen Film, nämlich in Batman vs. Superman, Dawn of Justice von 2016 und in der Justice League von 2017. Beides mal inszeniert von Jack Snyder. So, da sind wir mit Bauabschnitt 3 fertig. Und Bauabschnitt 3 fertig heißt, das Set ist fertig. Ich lege die Anleitung mal zur Seite. Bevor wir aufs Fahrzeug eingehen, einmal hier schauen, was alles an Teilen übergeblieben ist. Nicht ganz unschuldig sicherlich daran sind die vielen Beilagen. Hier ein Schild, hier ein Batman-Logo, hier. Die Dinger kann man wohl an die Felgen machen, um noch mehr Play-Features zu haben. Das sind, dass man hier den Gegner oder die gegnerischen Reifen aufschlitzen kann. Ihr seht es auch schon, eines der Features, dass hinten die Turbine sich dreht. Ja, hurra, total toll. Für Kiddies sicherlich geil. Für mich, So, wie gesagt, hier haben wir viel, viel Batman-Kram. Also das Schilder, Symbole, kann man wohl auch irgendwelche Play-Features machen. Hier Bat-Schwerter, Bat-Boomerangs, Batarangs hier. Und dann noch ein paar Stats und Also, wie immer bei Lego, schön viel was über. Eine Sache stört mich allerdings schon. Und zwar habe ich hier auf dem Trans-Clear-Teil, vielleicht sieht man das, da sieht man einen Kratzer, einen relativ großen Kratzer. Und das ist das, was jeder sagt, wenn er über China-Bricks redet. Alle milchig und kaputt. Ich mache es ja auch. Aber dieses Ding hat auch Kratzer. Also das ist nicht so schön. Werde ich aber trotzdem nicht austauschen. Ich habe noch was modifiziert. Ich habe hier vorne auf dem Schild noch so ein Batman-Logo drauf gemacht. Alles gut. Ja, ihr habt es beim Bauen vielleicht gesehen, beim Speedbuild. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde generell auch, dass dieses Set schon eigentlich ziemlich groß, ziemlich detailreich ist für einen
Spielzeugset, ne? Es ist ja, wie gesagt, ab 7 plus. Die Flügel hier hinten, okay, gut, das ist das, was man vielleicht nicht braucht, aber ja, trotzdem diese Karre, ich nenne sie einfach mal Karre, auch wenn es mobil ist, sieht einfach klasse aus. Es hat diesen schönen 90er Jahre Batman-Look, das Batman-Symbol auch hier. Der Motor, gut, die Stud-Shooter, da muss ich mal schauen. Diese habe ich in meinem Plan so gar nicht drin gehabt. Lasst euch überraschen. Hier drinne gibt es den Schleudersitz, den man hier so, der angedeutet ist, aber auch man nicht ja, nutzen kann. Ich dachte, man kann das rausschießen, aber das geht nicht. Ist in der Anleitung unter dem Karton so angedeutet. Ich hole mal kurz das Zeug nochmal her. Ja, es ist wohl nur so, okay, wie immer. Ich habe zu viel reininterpretiert. Batman hüpft dort raus einfach nur. Okay, die Klappe geht auf. Ja, beim Einbauen sah es kurz so aus, als hätte man, könnte man diese gesamte Konstruktion rausziehen. So, jetzt schauen wir noch mal kurz, ob der dunkle Ritter da reinpasst. Mit Cape, das ist ja auch immer interessant. So, zack, zack und okay, nichts gesagt. Er kann dieses Fahrzeug steuern. Also, es ist natürlich kein UCS-Set. Es kommt auch nicht ganz ran an die Beilage beim UCS-Set. Trotzdem finde ich es ziemlich ikonisch, ziemlich cool, wenn man überlegt, dass dieses Set mich nur ja, roundabout 21, 20, 22 Euro gekostet hat. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber wesentlich weniger als die UVP war. Das Bauen hat Spaß gemacht. Ich finde es ist dieses viele glänzende Schwarz ganz cool. Natürlich wäre mattschwarz ganz schön, aber hey, wie gesagt, für ein Kinderset ist das klasse. Was ich interessant finde, wenn ihr euch mein letztes Video anguckt, bezüglich schmierige Fliesen, schmierige Teils, die sind auch ein bisschen schmierig. Also Sembo, ja, kann ich auf euch nicht schimpfen. Ja, also, das ist das Fahrzeug. Gehen wir gleich nochmal in die Totale und dann sage ich nochmal ein paar Sätze dazu. Schwarz wie die Nacht und dunkel wie Gotham. Da ist es das Batmobil Lego Set 76119. Richtig cool geworden und ich freue mich darauf, es dann noch anzupassen, denn ich habe es ja erwähnt, dies ist der erste Teil. Es folgt dann noch ein zweiter Teil, wo wir das Fahrzeug mit ein paar Teilen von Bricklink tunen werden. Ich lege es mal hier zur Seite. Ja, das ist ein Spielset. Man sieht es, weil es die Stud-Shooter hat. Es ist so viel Messer, Batranks, Batman-Schilder und so weiter dabei. Also es sind wirklich eine Menge Teile übergeblieben. Ich schiebe es mal hier an die Seite, da könnt ihr es sehen. Also es sind bestimmt ja, locker 20, aber die üblichen Verdächtigen, trotzdem auch ein paar Bauumkehrsteine. Also hat sich gelohnt, 30 Euro ist UVP, ich habe 20 und ein paar zerquetschte bezahlt. Und ja, es sieht cool aus. Und wenn ihr das Geld und den Platz nicht habt für das UCS-Set und das ist ja das Tolle bei Lego. Man kann es immer modifizieren, man kann es umändern, man kann es anpassen, seine Vorstellungen. Und das machen wir halt im Teil 2. Vielleicht denkt ihr auch so, um Gottes Willen, jetzt redet er jetzt hier dieses ganze Video um dieses Kinderspielzeug. Aber hey, nicht jeder hat A das Geld und B macht auch gerade das Spaß, aus vorhandenen Sachen, die es schon gibt, nochmal ein Tucken was rauszuholen. Und eigentlich dient es euch ja, oder mir ja auch nur eigentlich, damit ich im nächsten Video euch ein bisschen zeigen kann, wie man mit Bricklink umgeht, wie man ein paar Teile bestellt, wie man es raussucht und so seine Modifikation machen kann. Es wird da noch ein anderes Video von mir geben, da möchte ich noch nichts zu verraten. Da wird es um ein ähnliches Thema gehen. Dann nehmen wir ein City-Set und modulieren das auch um und da freue ich mich auch drauf. Ja, zum Set abschließend, mir gefällt es super. Ich finde es krass, es ist ein Set für Kinder ab 7 Jahre. Ich glaube, Kinder kennen gar nicht dieses Batmobil aus den 90er Jahren. Denn da sind die Kinder, die 7 sind, noch gar nicht auf der Welt gewesen. Und ja, also tolles Set und es macht mir so Spaß, daran zu denken und die Vorfreude, dass ich es gleich auseinanderreißen werde und mit euch dann modifizieren. Das seht ihr allerdings dann später. Ich mache es gleich, ihr seht es später. Ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lassen könntet. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es bitte auch in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ihr noch bei Instagram, Twitter und Facebook vorbeischaut, denn da bin ich öfters unterwegs und da gebe ich öfter mal meinen Senf ab zu bestimmten Themen. Jetzt gerade zum Beispiel ist ja die Spielwarenmesse in Nürnberg, da habe ich schon ein paar Sachen auf meiner Facebook-Seite von Kobi geteilt. Ebenso findet ihr mich unten in der WhatsApp-Gruppe von Olli.
Da steht die Tasse. Liebe Grüße an dich, Olli. Generell dann noch die Discords von den Klemmbaustein Carstens und von Bricktendo, beziehungsweise von den Geiern, von Ben und Jan. Liebe Grüße auch an die. Und generell möchte ich euch noch bitten, das ist mir eine ganz große Geschichte. Schaut bitte bei meinem Kanal vorbei, bei den empfohlenen Kanälen. Denn da sind so viele YouTuber drin, die kleinere Kanäle haben als ich, die aber meines Erachtens sogar noch besseren Content machen als ich. Also schaut da bitte vorbei, lasst ein Abo da und schaut auch bei den Videos dort, dass ihr da einen Daumen hoch lasst. Denn wie sie alle heißen, die machen alle tolle Videos, richtig tollen Content und wir sind eher eine coole, tolle Klemmbausteinfamilie. Bevor ihr euch jetzt wundert, was ich hier mache, ich zeige euch noch kurz, wie man über meinen Kanal in der Kanalinfo zu den tollen Kanälen kommt von den anderen YouTubern. Hier zum Beispiel abonniere ich jetzt den Kanal von Martin vom Natol Afol. Toller Kanal, toller Mensch und übrigens abonnieren ist kostenlos. Ich wollte euch aber noch sagen, nicht wundern, dass ihr keine fertigen Setbilder findet. Die findet ihr auf www.blogstar.de. Ja, dann wie immer bleibt mir nichts anderes zu sagen als schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag, Abend oder Nacht. Lasst es euch gut gehen. Auf Wiederbauen, euer Blogstar.